Ja, wenn man mal die Land hat, vielleicht ein bisschen nicht mehr so knapp kann kalkulieren oder so, wenn eine Nachbildung anbietet, dann sind dann die Leute gleich weg, ist meine Meinung. Also, nach wie vor, oder ich bin der Meinung, die Land sollte ihren Kurs ändern, nicht nur die Preisführerschaft, sondern Qualität auch anbieten, mit der Meinung, jetzt so wie es läuft, ist die Land gerade so ein bisschen vom Weg, um den billigen Abkommen zu werden. Die Dienstführerschaft und so weiter. Und wie gesagt, von mir aus ist das nicht nachhaltig. Und ich werde, wenn da kein Kurswechsel kommt, den Neubau können wir noch andere Führerschaft nicht unterstützen. Gut, das wäre jetzt auch nicht meine Ausführung. Ich habe da gerade eine Frage dazu. Ja, Andreas Volkart. Ich habe eine Frage an beide Herren. Was ist denn der Sinn mit den Christbäumen? Geht es zuerst darum, eben ein höheres Marktanteil zu gewinnen, indem man möglichst viel umsetzt und nachher wieder den Preis zu erhöhen, wenn dann Kunden abhängig sind? Oder geht es jetzt wirklich nur darum, eben möglichst billig zu produzieren, wo eigentlich Schweizer Anbieter von Tannenbäumen usw. gar nicht mithalten können? Also wenn ich zuerst antworten darf, uns ist vor allem darum gegangen, mal erstens, dass unsere Produzenten, die wollen sich absetzen, und wir haben auch gemerkt, dass die Landen wirklich scharf drauf sind und froh sind, wenn die Schweizer Christbäume bekommen. Das ist unsere Motivation, dass wir immer wieder diskutiert haben und so weiter. Und es wäre ja nur schade, wenn Landen nur ausländische Bäume haben. Wir haben das auch gemerkt, die Landgeschäftsleiter und so, die sind froh, wenn die Schweizer Bäume bekommen. Und ja, der Anteil wäre auch gut, wenn wir ihn erhöhen können. So. Das ist auch meine Antwort. Kommen Sie schon. So. Meine Damen und Herren, mal zuerst vorweg. Warum 10 Jahre? Dass man sie sagen, du hast dich angestrengt, wie man wacker angestrengt, haben wir etwa 6-7'000 Bäume zusammengebracht. Dann haben wir auch mehr immer Weihnachtsbäume verkauft. Und da wird neben der Tür, muss sagen, wird noch mehr anders verkauft. Und dann hat man das so um 14'000, ist man schon stolz gewesen, dass ich 20'000 oder 25'000 übergegangen habe. Voilà. Und jetzt müssen wir eins ganz klar sagen. Das ist ganz wichtig. Unser lieber Alfred Spaltenstein verwechselt Äpfel mit Birnen. Das ist ganz gefährlich, was hier passiert. Möge ich vielleicht daran erinnern, was hier passiert ist mit der Felco in der Zeit. Wegen Preisen. Wir reden nur über Einstandspreise, die der Landwirt im Verkaufsweise nämlich verboten. Was er macht, ist verboten, macht sich strafbar. Nur das haben wir 150 Mal passiert. Weil die Ruhe nur drauf von der Beko. Weil der Produzent den Sort von einem Wiederverkäufer nicht ins Preisgefühl hineinschnurren. Ist das so? Ich weigere mich also dort überhaupt Stellungnahme dazu. Das ist nicht unser Job. Das ist strafbar, wir müssen eine Busse zahlen, weil wir dann den Felco eins zu Verständnis gemacht haben, oder auch die Tasche, wo 50 Grad bei das 5'000 kostet, Felco hat 50 oder 100'000 Busse müssen zahlen. Ganz gleich. Also ich kann eine heutige Geschichte werten. Wenn ich mit jemandem rede, an einem Produzenten, dann bin ich Instandsbieter. So. Von dem nicht geredet. Und der Einstandspreis haben wir immer die Zahl, die verantwortet sind. Wir haben nie diskutiert. Ich habe nie mit dir ein Wort diskutiert. Nochmal vorher mit einem Wort diskutiert. Das ist einfach nicht wahr. So, Moment. Jetzt ja, jetzt soll er reden. Und wenn es über den Kaufsweise geht, dann kann man wohl Wünsche anbringen. Und was sagen, das wäre eine Idealvorstellung. Und wir haben dann geschaut, was die Bäume von der Schweizer Bäume preisen, nicht mehr immer wachsen. Wir haben schon gesagt, passet auf. Der Herr, jetzt mit dem Sekunden, hat mir gesagt, vorhin ist gewinnt, die genetische Frage gekommen, wegen der Rentabilität. Fragt man doch mal die Herrschaften. Was ist, wenn die Land in der Welt nicht mehr ist? Diese Frage müssen wir doch mal stellen. Die ist viel interessanter, wenn sie den Fokus mal wieder auf die richten. Und jetzt rede ich auch ein mit dem Unternehmer und mit dem Kaufmanager ausgehen und sagen, da wird ganz viel Leistung sein. Und das von der Land in der Welt. Das können die Herren bestätigen. Wo wären wir sonst, wenn nicht mit dieser Landung an der Welt? Und noch einmal, die ausländischen Bäume, hast du das selber gerade gesehen?
Schweizer Bäume hat es ja gar nicht so viel. Und der Max Decker, die hat es ja gar nicht. Und der liefert uns, er sagt, liefert uns, was er kann. Wir zahlen den Preis, den wir wollen. Den Preis wird zahlen. Wir haben den Preis nicht diskutiert. Aber über den Verkaufspreis, meine Damen und Herren, wo kommen wir hier an, wenn Nestle kommt und sagt, ich will den und den Preis, wir boykottieren euch, das geht doch nicht. Und das ist doch gefährlich, wenn es gerade die Bauernschaft macht. Das versteht der Konsument nicht. Das ist meine Meinung, das versteht er schlichtweg nicht. Und dort sage ich, bin ich auch ganz klar, das ist völlig. Ich wehre mich aber auch dafür, was für den Töpfel, für den Salat und für alles, was produziert wird, ein ehrlicher, offener, guter Preis zahlt wird. Und dafür ist der Nacko bekannt. Und da verreisse ich mich auch dafür und lege mich vor den Zug für das, wer den Ferienpreis zahlt. Ich möchte nur an die letzte Äpfelernte erinnern, wo der Nacko, die Bauernschaft, die Lande, die einzige waren, wo der Reich Segen entgegengenommen hat. Und übrigens auch für Moschel und für Markt. So, und zu vielen Bedingungen. Das Gleiche gilt für Bäume auch. Und die Schweizer Bäume, wenn du gute Qualität lieferst, kein Problem. Also gute Qualität, die Qualität lieferst du weiter. Wir haben dort gehabt, wo wir alle Reklamationen gehabt, von Schweizer Bar, gell? Die muss halt eins muss ich sagen, und da, wo du von der Geschäftsführung hast, kann ich mindestens selber etwas anderes sagen. Mehr Bäume als Schweizer Bäume gekauft werden. Punkt. Der Preis, der dort ist, der ist fair, der ist vernünftig, der ist ein Nabel angesetzt, der einem Durchschnitt entspricht, mehr der ständige Preisstiegel. Von der Schweizer Bäume? Jawohl, das ist ja so. Der Rest der Bäume ist nicht weg, nicht das, tut mir leid, das zu sagen. Geht euch nicht an. Gegenteil, ihr seid auf dünnem Eis. Ich habe ein paar Mal probiert zu sagen, wenn man auf dünnem Eis ist oder im Glashaus, dann nicht mit Scheiben zu verlieren. Wäre ich einfach gegen das. Finde ich super. Was ich aber gut finde, ist, ich habe übrigens auch nicht gut gefunden, dass wir uns nicht mit diesem konfrontieren. Der Backenbecker kommt nicht in der Schweden, sondern wir kommen aus Mitteldeutschland, Norddeutschland und Dänemark. Es ist gut und recht. Ich wehre mich dagegen, jetzt ist das ist so. Es ist ein guter Preis festgestellt worden, der kommt und kann schauen und ziehen da. Meine Frau hat es auch so gemacht, der Schweizer Talenbäume, was sie gefunden hat, dass sie doch gut im Schweizer Talenbäume. Voilà. Schweizer Talenbäume Vergleich 39 Franken oder 1995. Zur Erinnerung, Marsch ist etwa 17% auf dem ausländischen Bäume. Der Euro ist aber. Der Schweizer Franken ist oben. Da kann ich auch nichts dafür, meine Damen und Herren. Und für nächstes Jahr ist es wieder so. Bis so für 20%, die dann die Nettomarge hat, vom Bau, ist ja das etwas Schlechtes. Ja, wenn ich kann propagieren, die Zeitung hier, wenn ich den Tagesanzeiger sage, dann die ich ins Internet hineinstellen. 40 oder 50% sollen sie auf den Import wollen, dann werde ich das erzählen. Da stürzt sich die Konkurrenz drauf. Da stürzt sich die politische Konkurrenz drauf. Und der hält sich den Spiegel vor. Das ist das Dümmste, was ich machen kann. Und dass wir im Gegenteil haben, wir eine faire, durchsichtige Preispolitik. Und ich stehe noch einmal dazu. Kommen wir einmal aufs andere zurück. Das, was die Lande, Ladenwelt und Wirtschaft trägt dazu bei, was die Wasserschaftswelt leben können. Der Ton trägt dazu bei. Und da können wir stolz sein, dass wir da der Wirtschaft geworden sind. Und ihr, alle können es bestätigen, sind gute Resultate sind dort der Wirtschaft geworden. Aber was wir nicht dürfen, den Anschein wegnehmen und künstlich die Preise aufdrücken, das wäre wirklich das Dümmste, was man machen kann. Und das wollen wir genau nicht. Und wir haben die Menge abgenommen und ich habe dir mehr gestellt, wir haben abgemacht, ich habe die Papiere noch, gell? Bis zum 15. sind die gegangen. Und wir haben dir mehr bezogen, trotz eurem Boykott. Und dann müsst ihr nicht denen sagen, das sind die Vernünftigen, die dort die Bäume liefern, in der Land der Schweiz. Das ist eine Organisation, das ist nur noch vor Swiss, die eine Genossenschaft ist, die geliefert worden ist. Und die haben uns die angeboten. Und die haben gesagt, wir haben nur sehr viel, auch bei den anderen Grossverteilern noch sehr viel zur Verfügung. Also das ist das Problem. Also wenn ja jemand produziert wird und der Preis der Schweizer Bäume ins Auto verlangt wird, was ist das Problem, meine Damen und Herren? Das heisst das Problem, nicht wieder was es ist. Irgendwie ist es dir rum. Und nachher hat doch, du hast eine Anschuldigung, und Porsche Locke. Die Schweiz ist Marktleiter, die Lande im Verkauf von Elektrotools. Elektrotools sind Bohrmaschinen. Und Zappin und das 100.000 Stück im Jahr. Ja, meine die tatsächlich, bist du der Meinung, weil das alles sechs sind? Da bin ich, das ist auch ein kleiner Tipp. Wir sollen schauen, was das produziert wird, meine Damen und Herren. Geht doch mal schauen, können wir mal merken, zeigt mir.
Ich bin Förster von Beruf und nebenzu noch Christbaumproduzent. Wir machen die Hausleitung der Vermarktungsgruppe IG Schweissbaum. Und wir haben so gesagt, wir liegen nicht mehr lang. Ich möchte noch schnell eine Frage stellen wegen dem Holz, wie man gerade sieht, die 150 Franken. Ich bin in Palais-Coal und dachte, das kann es nicht sein. Wir sind in der Schweiz eine billige Insel auf dem Holz. Das ist ja so. Wir exportieren viel Holz in Europa, also wir importieren, wir nicht exportieren. Wir leben einen ökologischen Wert zusammenhang. Also wir sind auch wenn wir exportieren Holz, wir müssen auch sehr viel Holz in Italien exportieren. Und es kann nicht sein, dass ihr das Holz in der Schweiz bekommt. Das glaube ich nicht, wenn ich nachgefragt habe. Mit 150 Franken steht Erdholz drauf und 150 Franken können wir Erdholz verkaufen, in der Form, wie es gebracht ist. In der Lage der 1000% Geld drauf. Was verstehen Sie unter Herdholz? Was für Herdholz ist, besteht bei uns gesamte Eichen, Buchen, ja. Eschen, Aare. Birle ist kein Herdholz. Backen ist kein Herdholz, was in den Paletten drin hat. Beide hat es drin gehabt. Also wir haben die Paletten haben erst geholt und haben geschaut, was dort ist. Und es ist Weichholz gewesen, alles. Also es ist von 100.000 von mir aus gesehen. Jetzt die Preise, die ich jetzt gehe mit dem Schweizer Holz, das ist realistisch. Und angemeldet habe ich 189 Franken oder so. Also 179. Also wir leben nicht sogar für den Preis. Buchholz. Kommt an Platz. Nur zu sagen, wenn man gleichen Pflanzen spielt, sollte man auch mit Preis. Aber wenn man Weichholz, können wir auch mit dem Preis bringen. Der Rest der Rücken Weichholz. Und in der Verletzung mit zwei Schritten kann ich ja dort drauf bestehen. Bei den Christbäumen muss man sagen, wir haben gesagt, wir haben 34.000 Schweizer Bäume verkauft. Das kann nicht sein. Ich weiß, ob in der Schweiz umsteht. Die, die ich geliefert haben, ich weiß nicht, wie das hier produziert werden, das wird morgen in der Moskau. Also nur so eine Anmerkung von uns. Also wir werden dann oben. Die Schweizer Bäume sind teilweise im Ausland. Sag ich.